Mein lieber Widder, mein Name ist Emmanuel. Ich bin dein astrologischer Lebensberater vom 10-Sterne-Astrologie. Das ist die allgemeine Vorausschau für Juli 2019. Die Sonne wird bis zum 21. Monatstag in Krebs in deinem vierten Haus sein. Das heißt, die Verbesserung deiner Privat- oder gegebenenfalls Familienleben rücken im Juli in den Mittelpunkt. Am 2. geht Mars in das Sternzeichen Löwe ein. Er bleibt dort bis zum 17. August. Du wirst deine Tatkraft einfacher entfalten können und diese für deine Selbstdarstellung stärker einbringen. Möglicherweise wirst du für Abwechslung in deinem Alltag, Job oder Studium sorgen. Du wirst den Drang haben, mehr mit deinem Partner oder mit anderen Menschen zu machen, wie zum Beispiel Ausflüge, Ausstellungen, Konzerte, Sport oder Freizeitaktivitäten. Am 2. haben wir die erste Finsternis, in diesem Fall eine Sonnenfinsternis in Krebs. Die Auswirkung dieser Finsternis bleibt bis 15. des Monats. In dieser Zeit richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Wohnung und dein Zuhause. Du wirst vieles tun, um deine unmittelbare Umgebung aufzuräumen und besser zu gestalten. Somit wirst du dich wohler fühlen können. Möglicherweise wirst du mehr Zeit mit der Familie, mit intimen Freunden oder mit deiner Mutter verbringen. Am 8. Juli läuft Merkur rückläufig in Löwe. Bevor du mit einem wichtigen persönlichen Projekt fertig bist, sind Korrekturen erforderlich oder eine Sache muss vervollständigt werden. Kreative und künstlerische Aktivitäten und Anlässe werden dir helfen, eine neue Inspiration zu entdecken. Bestimmte Dinge werden nicht funktionieren oder verlaufen, wie sie sollen. Je spontaner und offener du bist und bleibst, desto einfacher wirst du mit den unerwarteten Wendungen zurechtkommen. Am 11. ist Mars in Löwe im Quadrat zu Uranus im Stier. Ein Vorgang wird schneller abgewickelt als erwartet und jemand wird deswegen entsetzt sein. Ein Ärgernis oder angespannte Situation kann in deinem Alltag entstehen. Insbesondere wenn egoistische Interessen und Leistungsambitionen den Vorrang erhalten. Am 6. des Monats haben wir die zweite Finsternis, in diesem Fall eine Mondfinsternis im Steinbock. Der Einfluss dieser Finsternis bleibt bis Anfang August. Eine Angelegenheit, die seit langer Zeit hängen geblieben ist, wird auf einmal erledigt oder beseitigt sein. Du könntest ganz plötzlich eine neue Richtung einschlagen. Dies gilt in deinem beruflichen sowie in deinem privaten Leben. Eine dramatische Veränderung ist in der Zeit möglich. Am 19. läuft Merkur rückläufig in Krebs. Gegenwärtige Ereignisse und Umstände erfordern mehr Kontrolle über dein emotionales Leben. Unterdrückte Wut, Trauer oder Frustration, die rausgelassen wird, kann in Lebensenergie und Lust verwandelt werden. In deinem Zuhause sorgst du für mehr Ordnung. Ein Zimmer oder Räumlichkeit kann neu gestaltet werden. Am 28. geht Venus in Löwe. Die Herzverbindung zu einem Menschen, den du liebst, wird sich verstärken. Du bist in der Lage, dein Liebesleben ab Ende Juli zu verbessern, indem du neue interessante Dinge tust. Mein Lieber, wieder mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Vorausschau für Juli 2019.
An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück, alles Gute, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.